Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Online, wieder mal am Freitag. Meine Güte, das hätte ich vor der Folge machen sollen, mal die Waffen reinigen. Was ich heute diese Woche, dieses Mal vorhabe, ich möchte, oh nein, Wölfe, die den Typen verfolgen, hm? Ich wollte heute mal ein bisschen Sachen für Crip sammeln, damit wir da auch noch mal ein bisschen was haben. Und jetzt wird der Typ verfolgt. Wow. Einer ist weg. Vielleicht treffe ich den gut hier. Guck mal. Ich glaube auch nicht, dass es die besten Kadaver sind. Ne, ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Kadaver, beste Nö. Ja, wir holen uns die Kadaverchen ab. Wie sieht denn das mit Mar... Okay, aber... Jo. Dann holen wir uns die Kadaverchen ab und... Morning! Und packen die... Ah, guck mal. Was jetzt haben wir? Ich weiß. Ich reagiere mittlerweile sehr hart drauf, weil es dann immer heißt, ja, aber das ist nicht der beste Kadaver, ne? Ihr wisst, wie es bei mir ist. Ich will einfach nur Sachen abgeben. Ich will ein bisschen jagen, ein bisschen mit euch schnacken und so. Das ist natürlich ein guter Zufall, dass wir auf einmal drei Wölfe haben. Kommt das Ding gleich her? Ich hoffe doch mal. Pferd? Gerd, das Pferd. Okay. Also, das Ding will sich nicht bewegen, wenn ich es rufe. So. Und zack. Komm mal ein paar Meter vor, weil das ist ja jetzt gerade echt ein Krampf. So. Kurz an der Seite parken. So. Dann holen wir uns hier noch was mit. Jetzt gerade noch nicht. Ja, der hat auch alles nur einen Stern hier. Egal. Daily ist auch heute tatsächlich eines davon, Großkadaver zu Crypt zu bringen. Wisst ihr, was wir uns holen können? Bin gespannt. Was für eine Qualität hat er? Oh, er hat mal zwei. Also ich habe, ich habe das Varmint-Gewehr auch mitgenommen, damit wir genau sowas wie hier jetzt mal erschießen können. Eigentlich wäre ja der Bogen nochmal besser. Ist nicht dabei. Ist auch okay, hoffentlich. Man kann ja auch mit dem Gewehr, was ich da habe, Dreier schießen, also. Alles klar, alles wieder kaputt gemacht. Ja, dann würde ich sagen, dann bringen wir erstmal den Kladderadatsch hier zu Crip. Ich finde halt dieses schöne Gewehr einfach besser, weil man viel einfacher die Tiere treffen kann. Mit dem Bogen ist das immer so, oh, treffe ich jetzt nicht. Ne, und diesen, ja, schon konzentriert, also brauche ich schon viel Konzentration. Und deshalb meine Entscheidung eigentlich zu sagen, nein, wir machen hier lieber das Ganze so. Jo, ich bin zurück. Ich hoffe, es reicht, wenn ich hier parke. Wenn ich hier Peter Parker. Haut mich nicht, danke. So. Das war ein bisschen besser. Kann ich nicht. Nee, kann ich. Nee, alles gut, alles gut. Es ging halt nur nicht, weil. Ah, seht ihr? Und schon haben wir fast wieder das Daily gepackt. So, jetzt müssen wir nur noch den Rest kriegen. Also da hinten war ja was. Und grundsätzlich ist hier ja ziemlich viel los, also. Wenn nicht, schieße ich die Leute ab und nimm die als Kadaver. Was? Wow, Alter, was war denn das für ein Move? Da vorne ist was. Was ist denn ein Küppchen?
richtig. Sehr schön. Ein Tier von... wie vielen die auch immer darüber fliegen müssen. So. Ich wollte... ach, egal. Ich habe nämlich eben so ein Rauschen gehört. Ah, seht ihr? Ist sogar ein Zweier geworden. Hab so ein Rauschen gehört, als ob hier vielleicht sogar... ein... Dings dabei wäre. Ein Collectible. Gehen wir mal gucken. Vielleicht wieder vom Schiff aus, würde ich sagen. Ach Leute, seit ich hier so ein bisschen Sea of Thieves Vibes habe, ich weiß auch nicht warum, in den letzten Tagen, mich juckt es wieder in den Fingern deswegen. Es macht ja Spaß, aber kacke man, dass wir immer überfallen wurden. Ihr erinnert euch hoffentlich, also alle die geguckt haben natürlich, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese ständigen Überfälle bei Sea of Thieves, wo wir einfach die Story machen wollten. Sea of Thieves. Ich muss mir das TH beibringen. Okay, das war jetzt mein dummer Fehler eigentlich. Wo wir halt die ganze Zeit überfallen wurden, während wir die Story gemacht haben. Das war so nervig, Alter. Das war so krampfig. Guck mal, ob wir hier irgendwas finden. Oh, der Schwarzbrenner ist fertig. Jetzt machen wir ganz am Ende. Und Knochen gebrochen. Alle. Ich benutze mal ein bisschen Food. To regenerate. Ich benutze extra Schweinefleisch. Damit hier alles mal ein bisschen... ach, guck mal, da vorne ist was. Das ist warm und... was müssen wir auch achten? Jetzt sehe ich es leider nicht mehr. Wenn wir eine höhere Position haben... oh nein. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Yo, 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 yo. Uff, shit. Ich krieg einen Föhn mit dem scheiß Ding. Ja, das ist schon mal... habe ich Kleintiermunition geladen? Nein. Meine Güte. Oh, sind sie schon bei Armadillo, oder? Boah, Alter, sieht das krass aus. Das ist schon Wahnsinn. Gucken wir mal. Ist nix. Überall diese Präriehunde oder was das ist. Wenn ich zum dreiköpfigen Römelin wüsste, wo das ist. Oh, wildes Mutterkraut. Auch gut, schön zu wissen, dass es sowas hier gibt. Ich glaube, ich werde noch in die andere Seite. Präposition, Alex, Präposition! In die andere Richtung reiten, um dort mal zu suchen. Aber wenn ich hier abcruise und abbremse, dann drifte ich gleich wie bei Tokyo Drift. Sorry, mir ist kein besserer Vergleich eingefallen. So, hier runter, rechts lang. Ideal. Und dann hier linkens hoch. Naja, komm, der will nicht. Wir wollten nicht links hoch, okay, dann reiten wir hier lang. Weil unser Pferd gesagt hat, nein. Ja, gut, gut, dass du hier lang wolltest. Dummes Pferd. Das sind Pferde. Schön, dass wir Pferde sehen können. Wisst ihr, davor immer so eine Million von den Tieren und jetzt auf einmal... no one is here.
Und gerade Großtiere hatten wir genug. Habe ich den getötet? Und ich hoffe, 3 Star. Oder 2 Sterne zumindest. Ach, egal. Getötet ist getötet. 1 Stern. Soll ich hier nicht verrotten, ist für einen guten Zweck gestorben. Wir machen Geld. Mit dem Ding nichts anderes. Da hinten scheint irgendwas zu sein. Oder ist das ein Stern? Wurf, 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 wurf. Hier ist nix. Jetzt sind wir wieder bei Crypt. Wir haben zu wenig für Crypt. Ich will es auch gar nicht versuchen, hier abzugeben. Alter, bleib doch stehen. Der ist wohl dran gewesen. Vorsicht! Drift! Es ist der Shit. Das mit dem Driften. Leider zweimal getroffen, damit kein guter Truthahn. Man muss die einmal treffen, um sie nicht zu versauen. Aber... jetzt haben wir nicht nochmal ein großes Wildtier. Wir brauchen noch ein großes Wildtierchen. Und dann sind wir schon mal ein Stückchen weiter. Mit unserer Belohnung hier. Was haben wir denn hier so? Hallo? Pferde. Gabelböcke. Shit. Warte mal, lass die mal rennen. Lass die mal rennen. Wenn irgendwann stehen bleiben wollen. Jetzt erstmal weg. Na, das ist immer halt der Nachteil, wenn du mit so einem Ding ankommst. Deswegen will ich sie lieber vorher sehen. Ich meine sowas wie hier. Treffe ich halt nicht, so einen Raben. 100% ein Rabatt auf die nächste Schnellreise. Warum blendet sich das jede 5 Sekunden quasi ein? Oh, stopp. Sonst sind lange hinter uns und dann sind lange hinter. Ja, bleib gleich stehen. Sag ich doch. Perfekt. Perfekt. So muss das. Hoppala, jetzt hat sich das Stream. Steam Overlay geöffnet. Und volle Kanone. Stopp. Einer nur. Naja, gut, okay. Ich wusste jetzt nicht. Ich guck, wie viele Sterne der hat, aber. Wir haben ein großes Tier, das ist wichtig. Das nächste große Tier quasi. Jetzt kann ich das tatsächlich alles abgeben schon mal. Yo, welcome back. Kellas. Hab was für dich. Supplies are starting to run low, just so you know. Ja, wie gesagt, es bringt jetzt nicht so extrem viel, aber ein bisschen was haben wir. Damit haben wir auch wieder was abgeschafft, ja klar. So, apropos. Oh, noch ein Level und wir sind voll. Das ist natürlich auch geil. Herstellen und kochen. Wir haben so viel Supplies. Das ist... eine Menge ändern. Wir können ja immer 3 machen. Das ist immer ganz geil. Abfahrt. Dass man hier Enter halten kann, dass man schneller macht und so. Das ist, wusste ich auch, erst recht spät. So...
kochen genug, damit wir auch am Ende immer was zu essen dabei haben, was uns auffresht. Was ich schade finde, ist... Hoppala, das war meine Armlehne. Dass man so das ein oder andere... Ach, guck mal. Mit Thymian kann man das jetzt nochmal nachkochen. Dass man nicht irgendwie so ein Lager hat wie bei der normalen Story, weil das fand ich geil, dieses Prinzip. Oder dass man sich zum Beispiel eine Stadt aussuchen kann oder ein Geschäft, wo man quasi rein investiert, indem man Sachen bringt für umsonst, aber dann kann man irgendwie boosten oder so, keine Ahnung, so Sachen halt. So ein bisschen das Wirtschaftssystem ein bisschen aufkurbeln, quasi aufbessern. Wäre schon nice, aber wie gesagt, es ist halt jetzt so Träumerei. So. Was haben wir noch? Mit Ackerminze. Haben wir ziemlich viel verbraucht tatsächlich, habe ich nicht gedacht, also von allem. Ich weiß, Minze etc. pp. Braucht man auch immer wieder mal für die Maische, aber es ist mir jetzt so relativ. Und deswegen, ich habe halt nur gesehen, wir haben halt 30 Fleisch, so. Warum nicht was davon aufbrauchen oder halt zumindest kochen, dann kann man die auch gut verwenden. So. Und das letzte. Wir haben noch das letzte Fleisch dann noch. Also noch ein anderes Fleisch. Also wir haben noch ein paar Stücke von dem hier. Und das andere Fleisch noch. Na, wir können davon nichts machen. Wir können starke Arznei machen. Krass. Aber brauchen wir jetzt gerade aktuell nicht. Haben wir noch. Oh, Mass. Okay. Und eine Wendung. Wir holen noch ein bisschen was für Crip. Das wäre zum Beispiel auch geil, mit dem Eintopf, dass man zum Beispiel... Ach ja, wobei kann man ja verbessern. Ich hätte halt irgendwie so gedacht, dass man, wenn man einen Eintopf holt, also dass man auch zum Beispiel Fleisch holen kann, also abholen kann. Also sagt so, zwei, drei... Ich behalte immer pro Tier ein Stück für dich, so oder sowas. Ja, das war eigentlich auch ganz geil. Dass man halt immer was zu essen hat und irgendwo so eine Vorratskiste, wo es dann halt auch nicht stört. Weil das Stören ist halt immer so ein Problem. Oh. Da rennt ein Truthahn. Was hab ich denn so? Ah, schade. Haben wir denn noch was hier rumrennen? Wenn nicht, ich würde auch zum Beispiel gerne mal wieder auf den Zug und sowas. Da haben wir jetzt mal einen. Oh, seht ihr den? Ich weiß, es war jetzt mit einem zu großen Kaliber auf Spatzen geschossen quasi. Glaube ich mal, aber... Oh, guck mal, Dreier Truthahn. So musste es. Ja, hops. Hm, vielleicht kriegen wir den noch heute Stufe 20. Wäre natürlich geil, weil damit wäre der Händler abgeschlossen. Ich meine, wir machen das jetzt... Ich hab doch gestoppt. Der hat mich gestoppt. Meine Güte. Oder der hat halt so einen langen Weg immer. So, kommt, Fuchsi. Coyote. Ein Adlerinski. Ja, damit komme ich nicht weit mit dem Scheißding hier. Ich hätte vorhin gedacht, das war nämlich ein Puma. Oder irgend so ein Jäger halt. Aber die würden uns wahrscheinlich schon längst angegriffen haben. Oh, stopp. Da vorne ist was. Ernsthaft? Genau zwischen den Hörnern? Ist noch nicht zu weit weg.
Zu weit weg. Noch immer. Jetzt muss ich nur noch seinen Kopf haben. Ich nähere mich mal schön. Oh, da haben wir ihn. Meine Güte. Jetzt kommt der Zug und erfasst uns. Ich sag's euch. Aber der wäre uns fast hopsi hops gegangen. So, jetzt kann ich aussteigen. Ohne Probleme. Und Zweier. Ist auch okay. Bringt auch schon mal gut Zeug mit. Bitte was? Warum nicht? Und Scheiße, wenn ich dann heute ihn halt. Gut, wir halten ihn. Es ist ja echt madig. Meine Güte, ich krieg's kotzen. Ja, das kann ich verstauen. Abfahrt. Natürlich haben wir wieder Fleisch bekommen. Was denn sonst? Was haben wir denn noch so? Ein Kekchen. Stopp, da unten sind auch noch ein paar Häschen. Kein guter Treffer. Oder ich wollte nach dem anderen gerade gucken, aber naja. Das ist kein Häschen. Häschen, och Mann, das läuft jetzt verletzt durch die Gegend. Da hab ich mega Mitleid. Was ist denn vorne? Ach, schon wieder. Okay. Dann geben wir das jetzt noch ab. Machen jetzt gleich noch die Dingsmission. Die. Ja, ist die. Schwarzbrenner-Mission und dann haben wir das auch noch hinter uns. Und dann gucken wir mal. Dann ist auch schon Folgende, ne? Ist auch schon wieder krass, wie schnell die Zeit wieder rumgeht. Ist immer das Gleiche irgendwie, ne? Man fängt was an und auf einmal ist vorbei. Hat er es getötet? Nein, hat er es nicht. Na toll. Hier läuft ein Skunk rum. Jetzt auch egal. Wir bringen das jetzt einfach rüber und dann ist gut. So machen wir das. Ah, es kann sein, dass das mit der Schnellreise kommt, weil wir ja ein Schnellreise-Dings haben bei uns. Schnellreiseposten bei uns im Lager. Das kann sein. Ich bin so froh, dass wir den haben, weil dann können wir direkt zum Schwarzbrenner. So, hey, Crippy. Noch ein, zwei Sachen für dich. Leider nicht so viel, aber naja, du kannst es dir ja denken. Was Materialien erforderlich? Erforderlich nochmal? Wir schicken unseren Wagen weg. Wegschicken. Jetzt kann unser Pferd kommen. Da werden wir auch gleich die Waffe wechseln. Na komm. Hi, ne? Meine Schrotflinte passt. Schnellreise, Schwarzbrennerei. Jawollo! Schade, dass es bei der Schwarzbrennerei keinen Schnellreiseposten gibt, außer dem Manzanita-Post. So.
Und dann gucken wir mal, was es da nochmal zu holen gibt. I have finished this batch. We can sell it when you like. Ja, natürlich möchte ich. I have some ideas. Ja, dann sag an. Hier, für 200, hier, der Hajo, komm. Abfahrt. Ah, I was wondering when you were going to get here. This is a good batch, of course. They are all good batches, but this one is superior, eh? I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Now, all you have to do is to be attentive, eh? Seigneur, ayez pitié. Abfahrt! Der redet immer so viel. Liefere schwarzgebrannten Zuhütte. So. Yippie! Ich hoffe, wir verlieren nichts. Und was wir am meisten hoffe, dass wir nicht schon wieder angeknallt werden die ganze Zeit. Das ist jetzt so genervt. Also abgeknallt. Wieder in so einen Posten kommen. Ich muss schon meine Pistolen raus haben. Also der Lemat-Revolver hat schon Vorteile. Der hat mehr Schuss und so. Und nur ich habe das Gefühl... Also ich weiß nicht, aber der andere, der hat... Also der, wie heißt denn der? Nicht Lemat, sondern der Navy-Revolver hat, glaube ich, ein besseres... Also zielt ein bisschen besser oder ist ein bisschen stärker eins von beiden. Das ist so mein Problem. Ich weiß nicht, welchen ich besser finden soll. Und ich sehe schon da hinten Rauch aufsteigen. Das bedeutet, da hinten wird ein Posten sein. Alter, ja, tänzel mir noch am besten vor der Nase rum, du Idiot. Och nein. Hm? Ist keiner mehr. Tschüss. Geil, perfekt. Haben die anderen wohl abgeräumt. I like it. Bin ich super dankbar. Ich muss hier nur ein bisschen vorsichtig sein. Ihr wisst ja, die Ladung ist empfindlich. Warte, warte. Perfekt. Darf ja noch nicht mal irgendwie großartig ruckeln oder so mit den Dingen, also. Okay. Perfekt. Nicht kurz davor irgendwie scheiße rollen. Langsam, du hast alle Zeit der Welt. Perfekt. Na, ich hoffe 20 von 20, oder? 220 müssten es sein dann, ne? Nächster Schwarzbrenneraufstieg, perfekt. Ja, perfekt. Kohle ist da. Abis. Passt. Clubbelohnung gleich noch hinterhergeschoben. Wo waren das jetzt nochmal mit dem Rauch? Da vorne. Ich würde sagen, da. Ich bin ein Profi, ich kann das. Ihr wisst, was ich meine. Wir reiten da jetzt mal hin, gucken, was da abgeht und ob wir da jemanden helfen können und so. Das ging ja zum Glück recht flott. Können wir nochmal irgendwie mit einer spannenden Mission hier abschließen. Was ist denn da los? Auf den Dude abzuknallen, Alter! Da hab ich dich. Der ist auch weg. Der letzte ist irgendwo da hinten hingerannt. Warte mal, Flinte.
Hey, Dude. Geht's dir gut? Dios mio. Thank you, crazy bastards. They ja, klar. Said I had a price on my head, because they think we all look the same. Isn't I can't stay around here. I know some people down in Thieves Landing. Could I ask you to give me a ride? Alles klar, komm hoch, Diggi. Mein Pferd steht für dich bereit. Ja, aber auch Knarren und alles, also... Mach dir mal keinen Stress. Aber das mit der Flinte ist eigentlich schon nice. Dafür braucht man auch Flintenmunition, oder? Einfach nur stinknormale Flintenmunition, habe ich gedacht. Warte mal, ich schieße mal mit der. Mit den beiden. Oder nee, ich kann ja jetzt nachladen. Ne, dann war das tatsächlich die Schrotmunition. Ne, doch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab irgendwas geschossen. Also. Naja, wir haben noch Brandschrot, Flintengeschoss. Also, es sieht nur aus. Was? Ah, da hinten kommen sie. Alter, den hat's aber weggeschrotet. Alter Vater. Armes Pferd. Sorry, ich wollte gerade um. Here's hoping the twin of mine isn't sat at home having dinner with my wife. Was? Okay, das war tatsächlich Schrot, was du verschießt. Warte mal, wir machen das mal so. Jo. Das ist Schrot, was wir verfeuern. Also richtige Flinte. Hey, Brudi. Geh mal runter. Kopf runter. Dann muss ich mit deiner Dudes hier kommen. Da muss ich die ganze Zeit mit dem Ding hier feuern. Anders geht das gerade nicht. Komm mit, Buddy. Wir laufen. Das ist eigentlich schon nice, das muss man schon zugeben. Ist halt natürlich alles andere als zuverlässig. Aber für so einen Feuerschuss ist schon geil. Komm. Komm, Buddy. Jetzt sind wir ein bisschen schneller da. Ein paar. Nearly there. What in the hell? Aber weggehauen. But I never thought that'd be in a shootout neither. Que cosas, no? Thank you. Ja, klar, Roman. Please. Least I can do. Was haben wir denn bekommen von ihm? Sorry, dass ich den Typen gerade weggehauen habe. Das war gar nicht meine Absicht. Okay, wir haben Gold bekommen, wir haben XP bekommen, wir haben 5 Dollar, also fast 6 Dollar bekommen. Das ist okay. Kann man machen. Also ich versuche mich gerade noch mit den Dingern anzufreunden, mal schauen, ob das dann auch klappt. Oh, Alter, was? Wir haben noch hier ordentlich was an Gold rumliegen. Ah, jetzt haben wir wieder 793, also das ist schon okay. Feier ich gerade. Ja gut. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.